Hallo Leute, herzlich willkommen. Es freut mich, dass ihr wieder da seid. In diesem Video zeige ich euch einen ganz geheimen Muskel, mit dem ihr wieder deutlich jünger aussehen könnt. Und dieser Muskel ist bei den meisten Menschen extrem verspannt. Und zwar handelt es sich um den sogenannten Pectoralis Minor Muskel. Und der läuft von der dritten, vierten und fünften Rippe bis zu diesem Knochenpunkt. Und das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen sehr viel sitzen den ganzen Tag und die Schultern sind sehr weit nach vorne gerundet und deswegen verkürzt dieser Muskel extrem. Und was dabei passiert ist, dass die Blutgefäße, die Nerven und auch die Lymphgefäße abgeklemmt werden und dadurch sieht dann das Gesicht geschwollener aus, als es eigentlich aussehen würde und man bekommt Augenringe, das Gesicht ist geschwollen und natürlich sieht man dadurch älter aus. Und was dadurch auch noch passiert ist, dass der sogenannte Rectus Abdominus Muskel, das ist der gerade Bauchmuskel, auch an der fünften Rippe ansetzt. Und wenn der Pectoralis Minor, der Brustmuskel, der kleine Brustmuskel verkürzt ist, dann wölbt sich auch der Rectus Abdominus Muskel nach vorne und man bekommt einfach einen größeren Bauch, obwohl man noch nicht mal übergewichtig ist. Dementsprechend zeige ich euch jetzt gleich Faszientechniken, um das Ganze zu lösen, Massagetechniken als zweites und Dehnungstechniken. Legen wir direkt los mit den Faszientechniken. Und zwar, was ihr als erstes macht, ihr könnt euch einen Tennisball nehmen oder so einen Faszienball und ihr rollt genau in diesem Faserverlauf hier entlang. Einfach eine kreisende Bewegung macht ihr mit einer mittleren Intensität. Ihr dürft da ruhig dabei einen leichten Schmerz verspüren und wahrscheinlich werdet ihr das auch, weil die meisten Menschen sind da wirklich sehr, sehr stark verkürzt und dadurch wird das einfach sehr, sehr schmerzhaft sein. Das macht ihr ungefähr 30 bis 60 Sekunden. Wenn ihr das 30 bis 60 Sekunden gemacht habt, dann macht ihr gleich das nächste und zwar die Triggerpunkttherapie. Da könnt ihr euch an die Wand beispielsweise legen und ihr legt euch in die Wand. Und direkt an dieser Stelle lasst ihr euch hineinsinken. Und das macht ihr auch wieder 30 bis 60 Sekunden. Und ihr sucht euch da zwei, drei verschiedene Stellen. Ihr werdet da verschiedene Schmerzpunkte wahrscheinlich bei euch spüren. Und das haltet ihr jeweils 30 bis 60 Sekunden, bis der Schmerz nachlässt. Wichtig ist immer tief ein- und ausatmen. Und dann lässt der Muskel am besten locker nach. Im Anschluss könnt ihr auch noch eine Massagetechnik machen. Das heißt, ihr geht von diesem Bereich hin zu eurem Brustbein. Das macht ihr auch wieder 30 bis 60 Sekunden. Erstmal mit einer mittleren Intensität. Mit der Zeit steigert ihr die Intensität und macht es ein bisschen kräftiger. Denn je mehr wird der Muskel auch durchblutet, aber nicht zu doll, dass der Muskel nicht dabei verkrampft. Was ihr dann machen könnt, genau das gleiche wie mit dem Ball, dass ihr hier intensiv hineindrückt in die Schmerzpunkte hinein und haltet das wieder auch für 30 bis 60 Sekunden. Sucht euch da wieder zwei bis drei verschiedene Punkte. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht es zum Schluss zu den Dehnungen. Und zwar als erstes nehmt ihr die Hände hinter euren Körper. Und ihr führt die zusammen, die Schultern bleiben möglichst weit nach unten, Po und Bauch wird angespannt und ihr versucht den Muskel jetzt zu dehnen und bringt so weit ihr könnt die Hände hinterm Körper und haltet das auch wieder 30 bis 60 Sekunden. Tief dabei ein- und ausatmen, wirklich entspannen. Und langsam lösen, wenn ihr das so lange gehalten habt. Als letzte Dehnungstechnik, das könnt ihr gerne an einer Tür machen. Ich mache das jetzt hier direkt am Whiteboard. Ihr geht ein bisschen mit dem Ausfallschritt und der rechte Arm, der ist quasi jetzt an der Wand. Und ich möchte jetzt die rechte Seite dehnen und dabei lehne ich mich ein bisschen nach vorne. Ich bringe mein rechtes Brustbein ein bisschen weiter nach links in diese Richtung. Und dann habe ich hier eine sehr, sehr schöne Dehnung hier in meinen Brustmuskel. Atme dabei auch wieder tief ein und aus. Und
wieder 30 bis 60 Sekunden halten. Wenn ihr das gehalten habt, dann macht ihr die andere Seite. Und wenn ihr das täglich, diese tägliche Routine macht und dabei achtet, dass ihr nicht so viel sitzt, dann wird euer Gesicht weniger geschwollen aussehen. Ihr werdet eine bessere Körperhaltung bekommen und dadurch auch jünger aussehen. Wenn euch der Tipp gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und bis zum nächsten Video. Ciao.